weil ich weiß auch nicht, ob wir jetzt reingekommen werden oder nicht. Ich hätte mal vorher mal testen sollen. So, Büchlein habe ich. Lass uns bloß noch mal schauen. Obwohl, das Ding habe ich ja ewig gemacht, ne? Also ist das vollkommen Wumpe. Wir können ja jetzt noch mal gucken. Ich will bloß mal schauen, ob das zu gewesen wäre oder nicht im Sommer. Ja. Ist ein nettes kleines Gimmick, aber My irgendwie God, fehlt mir da noch ein bisschen was für. It's alive. All grown-ups were once children, but only few of them remember it. Ein wenig, ein extrem wenig, muss ich sagen. Okay, eine Psychopuppe. Schön. Hä? Hä? Warte mal. Kann ich die Tür noch zumachen? Okay, das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt, wenn du reinguckst. Und dann ist weg, ne? Das ist nice. Das ist wirklich nice gemacht. Thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. Glaube ich dir ehrlich gesagt nicht. Der ist bloß 10 geworden. Okay. Ugh. Ich glaube, ich muss die creepy Puppen alle sammeln, ne? Eine hatten wir ja auf dem Dings schon gesehen gehabt. Today, something special happened. A woman and her husband came to the orphanage, looking to adopt a child. She was very beautiful, with long, dark hair, and he was tall and charming. They both looked like wealthy people. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage. Das waren wir, oder? Obwohl... Doch, könnte sein, dass wir den adoptiert haben. Dann der Exorzismus kam. Und unsere Holde halt immer noch uns wollte. Oder ein Kind von uns wollte. Irgendwie so in der Dreh rum. Oh, nächste Creepypuppe. Zweimal. Scheint noch was. Ah, also scheint noch was zu fehlen. Dear Mom, this is the first letter I am writing to you. I am so happy here. I would never live this place. I am always playing with the other children. Yesterday we found a new magic formula that can change the color of the flowers. I love you, Mom. Das muss doch mal ein anderes Kind sein, ne? Der ist nur 8 geworden. Obwohl es halt fast gleich aussah, was da oben war. Ich weiß nicht, ich hab versucht, ihn anzuklicken. This isn't funny. It's just a game. Go ahead. No. It seems you're beginning to understand. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Okay, bin ich schon dabei. Okay, mein Freund. Hier komme ich nicht durch. Das Ding ist, so groß ist das aber nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder welche vergessen. Oder übersehen oder irgendwas. Ach, guck mal, hier ist noch eine Creepy Puppe. Wir haben 5. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich, also die 3 vielleicht sehen, aber ich bin halt drüber und ich möchte gerne in meiner Ecke hier unten bleiben, ne? Halt. Ah, lull, die kommen wir doch drüber. Sehr kleine Tür. Sehr kleine Kellertür, ich hoffe, ich komme wieder zurück. Jo, das geht sogar. Da werde ich ver... Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Dann werde ich einfach bloß nochmal welche übersehen haben, ne? Und ich konzentriere mich jetzt zu sehr auf diese Alchemie-Sachen. Weil ganz ehrlich, da, das hatten wir schon, das Spielchen. Das wird ja auch nicht mehr kommen, aber die stehen halt hier rum. 7.
Das hatten wir schon. Wahrscheinlich habe ich das... Ah, okay. Ich würde sagen, schon tausendmal gesehen. Ich übersehe sie einfach. Noch eine. Hier unten ist auch nichts. Ich würde sagen, habe ich beim Eingang überhaupt geguckt? Okay, ich soll sie dir bringen. Was? Scheiße, in welcher Raum waren das gewesen? Oder wo soll ich die hinstellen? Ich weiß nicht, soll ich wieder rausgehen und der sagt mir dann wohin? Frage ist, wie komme ich? Ah ja, gut. Okay, ich soll sie ihm bringen. Ach, ein Baumhaus, oder? Warte. Ja. Hoch da. Oder soll ich jetzt einfach wieder nach Hause? Aber ich weiß jetzt nicht, wo der Sound herkommt, um ehrlich zu sein. Ist das von unseren St. Mary's? Übrigens? Ich schätze mal schon. Okay, ich werde es mal versuchen, mit nach Hause zu latschen. Wenn das nicht funktioniert, dann jo. Und ich wollte gerade sagen, und er rennt nicht mehr, er rennt schon. Ich hoffe halt, er ist da. Das sind die sieben Namen. Ich meine, wenn er sich so sicher ist, dass er, dass die Kinder an Ebola gestorben ist und dass er nichts damit zu tun hat, braucht er die Namen nicht unbedingt als Beweis oder so, ne? Ich meine, die Dings, den Reportern oder dem Reporter ging es ja eh nicht darum. Es ging ihm ja an sich bloß um David. Ich wusste nicht, dass wir in unserem Vorgarten Hippies am Wohnen haben. Oder sind wir hier irgendwann mal gestartet? Ich weiß nicht, mir kommt das Areal bekannt vor, aber die Bude nicht. So, wie komme ich denn jetzt bitte wieder zurück? Ich mache mal Winter. Kann ja sein, dass dann irgendein Weg frei auf einmal ist. Den ich vorher nicht gesehen habe. Schön, dass das Gras hier schweben kann. Auch nice. Ich höre ganz ehrlich gesagt nur die Glocken. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Oder ich habe ich da hinten einen Weg übersehen oder so? Es tut mir jetzt leid, dass das ein bisschen dauert. Außerdem fehlen mir, wir haben noch zwei Bilder, aber wir haben ja gesagt, das ist... Oder was heißt, wir haben gesagt, ich habe ja richtig gesagt, das ist relativ. Oder hätte ich da nicht Sommerzeit reingehen dürfen, sondern muss das Winterzeit, aber ich kam ja hier nicht hoch. So, jetzt komme ich hoch. Okay, hat sich aber nichts geändert. Ich meine, ja, da muss ich hin, aber wie? Also ich schätze mal stark, dass ich dahin muss. Oh, eine Brücke oder so? Also von der anderen Seite kam ich ja nicht hin. Strange. Ich bin hier halt auf der Insel mehr. Ja, auf der Insel. Oder warte mal, wenn ich das mache, ist der Zaun jetzt weg. Hier ist noch eine Tür, die wird sich aber nicht öffnen, oder? Nee. Ah, sorry. Vielleicht bin ich auch komplett auf der falschen Fährte und wir müssen halt wirklich ihm das hier drinnen geben, aber ich wüsste halt nicht, wo.
Seine 7 Spielzeuge haben wir. Okay, da wäre ich auch nicht rein. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wo? Ich meine, geht es noch irgendwie eine Treppe hoch oder so, dass da sein Zimmer ist? Und ich sehe ihn ja auch nicht. Oder muss ich das... Nee. Die Spritze. Hier kommen wir auch nicht durch. Oder können wir jetzt hier runter? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt alles abgelatscht. Also, wenn die Folge dann ein bisschen sehr boring ist, ich weiß es. Aber was soll ich machen? Ich meine, nochmal da hinten hinlatschen, was wird es großartig bringen? Das Einzige, was halt auffällig ist, ist, dass hier mehr oder weniger brennt, aber das war's dann auch. Ich weiß ja halt nicht, wo sein Ort ist. Ich würde es halt nicht wundern, wenn das da drin wäre, aber seine... Das hatten wir schon. Ich sehe ihn ja hier drin auch nicht. Deswegen, ich bin zwar da schon mal hinten lang gelatscht, aber vielleicht habe ich einfach irgendwas verpasst oder übersehen. Ich denke, wir müssen halt einfach wieder nur zurückkommen irgendwie, wo es da halt so schön bimmelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Vielleicht habe ich auch bloß eine falsche Abbiegung genommen. Wir hätten direkt hinlatschen können. Ich würde dann an der Stelle wirklich einen Cut machen, weil ich glaube, wir sind in der Folge jetzt nur rumgelaufen. Das ist halt auch doof. Ich will schon, dass irgendwas... Dass man halt irgendwas sieht. Obwohl das halt da oben interessant ist, kann ich den Baum weiter hochgehen, kann ich aber nicht. Das will ich noch probieren. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich halt einen Cut und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wo ich weiterkomme. Ne, kann ich nicht. Kann ich auch nicht irgendwie außen oder so lang gehen. Das ist ein bisschen komisch gerade. Hier haben wir auch keinen direkten Weg, oder? Oh lol, warte. I will tell you the truth about how Alexander died. David and Alexander never had a chance to play together as children do. Years ago, before meeting you, they lived at the Little Prince Orphanage in Romania. Then there was an outbreak of cholera. All the orphans were vaccinated with only 2 syringes. One of those was unsterilized, and it happened to be the one used on poor Alexander. David was spared. We pass through time, like wafted leaves in the wind. I will forever keep Alexander in my heart. Ist doof gelaufen, ne? Kann ich jetzt hier absteigen? Warte mal. Ah ja. Okay. Trotzdem auch voll die creepy Kinder. Er wollte mir Namen sagen, oder? Darf ich? Nee? Das ist original wie die Puppen, ne? Okay. Ich habe ihm das gegeben, was er möchte. Ich mache nochmal Winter. Wird sich da drin nicht ändern, glaube ich nicht. Ich habe ihm doch gegeben, was er will. Da ist ein Bild. Ich weiß nicht, ob ich ihn das mopsen kann. Vielleicht muss ich jetzt auch noch warten, bis sie ihre Andacht beendet haben. Oder muss ich selber sprechen? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich meine, ich habe ja das Buch noch. Irgendwas oder ich übersehe wieder irgendwas bloß. Was bei den Kindern? Image, I am of your unutterable glory, though I bear the scars of my sins. O Lord, who watches over children in the present life and in the world to come, because of their simplicity and innocence of mind,
abundantly satisfying them with a place in heaven, bringing them to live in radiantly shining places where the spirits of the righteous dwell. There are three of you. We are Trinity, for they are Legion. Okay, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, kann ja mal wieder aufhören damit. Mal 7. Okay. Nun gut. Wohin aber damit? Mal 7. Ich habe jetzt im Moment keinen Ort im Kopf, irgendwie, wo wir das einsetzen konnten. Weiß nicht, können wir mal gucken, wie raus. Okay, eher nicht. Oder doch? Why did you become a priest? Because of my love for God. Okay, wir folgen dem Sam Medaling. You dare speak of love? What about your love for me? You don't understand. This is about something greater than myself. Okay, das ist nochmal Yell Story. Aber die kennen wir ja mehr oder weniger schon. Leave me alone. Please. Ich lasse mal nicht. Warum dann dieser Hass auf einmal? Wahrscheinlich, weil wir mit dem Hass angefangen haben, oder? I said leave me alone. Stop. Where are you going? Er ist ein bisschen komisch. Okay. Leave me alone. Ja, das habe ich schon 5-mal gehört. Und ja, er möchte sie nicht alleine lassen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das beste Verhalten, was man da an den Tag legen sollte. Weil da kann es ganz gerne mal einen Kurzschluss geben. Verständlicherweise. Aber wir bleiben mal dran. Please, don't do it. Hey, wo ist er denn? Okay. Kein Plan. Warum kam da jetzt kein Lass mich in Ruhe? Okay, wo führt uns das Ding hin? Also, das Ding, der Schmetterling hin. Ist das ein... Wurden hier vielleicht mal Rituale ausgeführt? Das sieht zumindest dezent danach aus. You still don't understand. We lost everything, Abraham. Everything. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly selfish thing. Ja gut, aus Priestersicht, ja. Klar, dass man das so sieht. Also, aber... Es ist ja nicht... der Selbstsucht wegen, beziehungsweise dass man was für sich tut. Na doch, irgendwie schon, aber ich meine, das mit Selbstsüchtiges, blablabla aufzuwerten, ist halt immer so. Also kann ich jetzt tauchen gehen?
Anscheinend schon. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Und die ganze Geschichte, weiß nicht, nachher noch weiterspielen oder morgen, weiß ich, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so weit vom Ende weg. Ich meine, von der Sache, wo wir Bilder sammeln können, das gibt es dann bloß noch einen Spot. Also kann es sein, dass es vielleicht auch morgen dann die letzte Folge oder so ist. Kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt bloß noch 10 Minuten brauche, dann vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Muss sagen, an sich von der Geschichte her ganz interessant gemacht. Das hat aber auch so, wie es aufgebaut wurde, gerade so mit dem Jumpscare am Anfang oder die komische Puppe, die dann hinten stand, das war sehr schön. Das flacht aber irgendwie ein bisschen ab. Ist ein bisschen schade. Es macht an sich trotzdem Spaß, das zu spielen und so, ne? Und mal gucken, wo die Geschichte am Ende noch hingeht. Aber so dieses Feeling war am Anfang doch ein bisschen mehr drin. Gerade so, weil so ein Exorzistenthema und sowas, da kannst du halt schön was mit aufwiegeln, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man dann denkt, dass da irgendwas Krasses gleich kommt und deshalb, dass so ein bisschen sich so, naja, momentan ein bisschen mau anfühlt. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja noch. Beziehungsweise, kommt von der Story noch mal ein bisschen was her, ne? Also, ja, würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann jetzt ganz kurz, jetzt gleich wieder oder dann halt morgen zu einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao, ciao.